Wir gehen fast 5000 Jahre zurück, in den fruchtbaren Norden Mesopotamiens. Heidnische Religionen herrschten vor, hier im Zweistromland. Es gab zahlreiche Mythen über den Ursprung des Lebens und die Entstehung des Universums. Aberglaube war weit verbreitet. Einer davon war der Glaube an eine Evolution. Nach dem sumerischen Enuma Elish-Epos tauchten die ersten Lebewesen spontan im Wasser auf und entwickelten sich dann in die verschiedenen Arten. Mehr als 2000 Jahre später fiel der Evolutionsmythos auf fruchtbaren Boden in einer anderen heidnischen Zivilisation, nämlich im alten Griechenland. Einige griechische Philosophen, die sich selbst Materialisten nannten, gingen davon aus, dass nichts anderes als ausschließlich Materie existierte. Diese Philosophen sahen die Materie als den Ursprung des Lebens. Konsequenterweise griffen sie den sumerischen Mythos der Evolution wieder auf, um zu erklären, wie das Leben entstanden ist. So wurde das alte Griechenland zum Kristallisationspunkt für die materialistische Philosophie und für den Mythos der Evolution. Die heidnischen Römer hielten später an diesem Erbe fest. Diese zwei Konzepte götzenanbetender Kulturen wurden in der modernen Welt des 18. Jahrhunderts wiederbelebt. Europäische Intellektuelle, die durch alte griechische Quellen beeinflusst den Materialismus übernommen hatten, waren einer gemeinsamen Überzeugung. Sie lehnten die Idee einer monotheistischen Religion ab. Das Buch des berühmten Materialisten Baron Dolbach, Der Aufbau der Natur, galt als die wichtigste Quelle des Atheismus. In diesem Zusammenhang verfasste der französische Biologe Jean-Baptiste Lamarck als erster eine detaillierte Abhandlung über die Theorie der Evolution. Lamarcks Theorie, die später widerlegt wurde, behauptete, die verschiedenen Lebewesen hätten sich im Lauf der Zeit durch Variationen aus demselben Ursprung heraus entwickelt. Es war Charles Darwin, der Lamarcks Ansichten aufgriff und sie in leicht abgewandelter Form populär machte. Darwin veröffentlichte seine Ansichten 1859 in England in seinem Buch Vom Ursprung der Arten. Darwins Buch war nichts anderes als eine detaillierte Version des Evolutionsmythos, der schon den alten Sumerern bekannt war. Seine Theorie behauptete, alle verschiedenen Arten unter den Lebewesen stammten von einem gemeinsamen Vorfahren ab, der sich zufällig im Wasser entwickeln konnte. Im Lauf der Zeit seien einige dieser Wasserwesen an Land gekrochen und hätten sich, wiederum zufällig, zu den unterschiedlichen Landlebewesen entwickelt. Darwins Behauptung hatte keine wissenschaftliche Grundlage und so war das Echo bei den Wissenschaftlern der damaligen Zeit nicht sehr groß. Besonders den Paläontologen war klar, dass die gesamte Theorie eher eine Erfindung war, die auf Darwins ausgeprägter Einbildungskraft beruhte. Fossilienfunde belegten, dass es keinen evolutionären Prozess gegeben hatte, der aus primitiven Lebensformen komplexe Lebensformen gemacht haben könnte. Selbst Lebewesen, die hunderte Millionen Jahre zuvor gelebt hatten, besaßen dieselbe komplexe Struktur wie ihre heute lebenden Nachkommen. Keine Spur von irgendwelchen Übergangsformen, deren Existenz Darwin anzunehmen gezwungen war, um eine Verbindung zwischen den verschiedenen Arten herzustellen. In den folgenden Jahren wurde eine Behauptung der Theorie nach der anderen widerlegt. Die Biochemie bewies, dass selbst die primitivste Lebensform viel zu kompliziert aufgebaut ist, als dass sie durch Zufall entstanden sein könnte, wie Darwin behauptet hatte. Man erkannte, dass sogar die zufällige Bildung eines einzigen Proteinmoleküls schlicht unmöglich ist. Von einer lebendigen Zelle ganz zu schweigen. Die Anatomie zeigte hingegen,
dass jedes Lebewesen ein unverwechselbares Design besitzt und besonders beschaffen ist. Darwins Theorie entbehrte also jeder wissenschaftlichen Grundlage. Die Theorie gewann dennoch sehr schnell an Unterstützung, und zwar von Seiten der Politik, lieferte sie doch den Großmächten des 19. Jahrhunderts das wissenschaftliche Fundament für ihr Handeln. . 1871 veröffentlichte Darwin ein weiteres Buch, Vom Ursprung der Rassen, in dem er behauptete, der Mensch stamme von einem affenähnlichen Wesen ab. Darwin brachte keinerlei Beweis für diese Behauptung vor, gleichwohl entwickelte er entsprechende Szenarien, die wohl ausschließlich in seiner Einbildung existieren konnten. Darwin hatte einen weiteren interessanten Gedanken. Er behauptete, einige Rassen seien höher entwickelt und darum fortgeschrittener, während er andere Rassen noch auf derselben Entwicklungsstufe sah wie die Affen. Es gab einen anderen wichtigen Aspekt bei Darwin. Er baute seine gesamte Theorie auf dem Konzept des Überlebenskampfes auf. Danach tobt fortwährend ein grimmiger Konflikt. Ein blutiger Kampf in der Natur, bei dem das Stärkere das Schwächere besiegt, wodurch sichergestellt ist, dass eine Weiterentwicklung stattfindet. Darwin behauptete, es gäbe einen ähnlichen Konflikt zwischen den unterschiedlichen Menschenrassen. Der Untertitel seines Buches zeigt deutlich Darwins rassistische Sichtweise. Der Ursprung der Arten unter Berücksichtigung der natürlichen Selektion oder die Erhaltung überlegener Rassen im Überlebenskampf. Für Darwin war die überlegene Rasse der europäische weiße Mann. Asiatische oder afrikanische Rassen würden im Überlebenskampf nicht bestehen. Darwin ging noch einen Schritt weiter und postulierte, diese Rassen würden am Ende vollständig vernichtet werden. In nicht allzu ferner Zukunft, Jahrhunderte sind nicht notwendig, die Zeit zu messen, werden die zivilisierten Rassen der Menschheit mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit die unzivilisierten Rassen auf der Welt ausgerottet und deren Platz eingenommen haben. Zur selben Zeit werden auch die Menschenaffen ohne jeden Zweifel ausgerottet sein. Dieses Zitat, das an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt, beweist, dass Darwin ein in der Wolle gefärbter Rassist war, der fest an die Überlegenheit des weißen Mannes glaubte. Er glaubte, der weiße Mann würde im Lauf der Zeit die sogenannten minderwertigen Rassen zunächst versklaven und anschließend ausrotten. Tatsächlich fielen Darwins Ideen auf fruchtbaren Boden, denn der weiße Mann brauchte inzwischen dringend eine Theorie, um seine Verbrechen zu rechtfertigen. Seit dem 16. Jahrhundert hatten die Europäer begonnen, andere Teile der Welt zu kolonisieren. Die ersten Kolonialherren waren die Spanier, allen voran Christoph Kolumbus. In kurzer Zeit besetzten die spanischen Konquistadoren Südamerika und versklavten die Ureinwohner, die ihnen friedfertig begegnet waren. Die südamerikanischen Provinzen, reich an Gold und Silber, wurden von den Invasoren geplündert. Wer von der Urbevölkerung Widerstand leistete, wurde niedergemetzelt.
Nach den Spaniern nahmen die Portugiesen, die Holländer und schließlich die Briten das Wettrennen um neue Kolonien auf. Im 19. Jahrhundert wurde Großbritannien zur größten Kolonialmacht der Welt. Von Indien bis Lateinamerika beutete das britische Empire die Schätze der Natur in großem Stil aus. Der weiße Mann plünderte die ganze Welt für seine Interessen. Selbstverständlich wollten die Kolonialmächte vor der Geschichte nicht als Plünderer dastehen, also suchten sie nach Gründen, die ihre Politik der Ausbeutung rechtfertigen sollten. Die Rechtfertigung war einfach. Die ausgenutzten Menschen wurden zu primitiven, sogar zu tierähnlichen Kreaturen erklärt. Diese Art Behauptungen wurden gleich zu Beginn der Kolonisierung vorgebracht, schon zu Zeiten, als Kolumbus die Segel setzte. Mit der Erklärung, die amerikanischen Ureinwohner seien keine Menschen, sondern eine weiterentwickelte Tierart, rechtfertigten die spanischen Kolonialisten deren Versklavung. Das Argument fand jedoch seinerzeit nicht viele Befürworter, glaubte doch die überwiegende Mehrheit der Europäer jener Zeit, dass alle Menschen von Gott gleich geschaffen sind und dass alle vom selben Vorfahren abstammen, dem Propheten Adam. Die Dinge änderten sich jedoch im 19. Jahrhundert. Als die materialistischen Lehren aufkamen, begann man die Tatsache, dass die Menschen von Gott geschaffen sind, zu ignorieren, und so wurde der Rassismus geboren. Die pseudowissenschaftliche Grundlage dieses Rassismus war Darwins Evolutionstheorie. Der indische Anthropologe Lalita Vidyarthi führt aus: Seine, Darwins, Theorie vom Überleben des Stärkeren wurde von den zeitgenössischen Sozialwissenschaftlern wärmstens begrüßt. Sie glaubten, die Menschheit habe verschiedene Evolutionsstadien durchlaufen, die schließlich in der Herausbildung der Zivilisation des weißen Mannes gipfelten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Rassismus von der großen Mehrheit westlicher Wissenschaftler akzeptiert. Mit seinen rassistischen Ansichten stärkte Darwin der Kolonialpolitik der europäischen Mächte den Rücken. Der Imperialismus des viktorianischen Englands fand seine Rechtfertigung in Darwins Theorien und machte sie zu seiner sogenannten wissenschaftlichen Basis. Eines der interessantesten Beispiele, wie die Evolutionstheorie den britischen Imperialismus inspirierte, ist der Piltdown-Mann-Skandal. 1912 wurde ein merkwürdiger Schädel in Piltdown, England, ausgegraben. Charles Dawson, der Wissenschaftler, der den Schädel mit seinem Team ausgegraben hatte, erklärte, der Schädel gehöre zu einer Kreatur, halb Affe, halb Mensch. Arthur Keith, ein berühmter Anatomiespezialist und Anhänger der Evolutionstheorie, bestätigte das. Dawson und Keith machten besonders auf einen bestimmten Punkt aufmerksam. Das Gehirn des Piltdown-Mannes war genauso groß wie das des modernen Menschen. Der Kieferknochen jedoch hatte die Merkmale eines Affen. Das Gehirn des Piltdown-Mannes wurde plötzlich zum Anlass eines wachsenden Nationalstolzes der Briten. Der Schädel war in England gefunden worden, also musste er zu einem Vorfahren der Briten gehört haben. Die Größe des Hirns schien zu zeigen, dass die Briten sich zu einer höher als andere stehenden Rasse entwickelt hatten, ergo war die britische Intelligenz anderen überlegen.
Durch diese Schlussfolgerung sorgte die Entdeckung des Piltdown-Mannes für große Aufregung in England. Die Zeitungen brachten riesige Schlagzeilen, in den Clubs wurde die Entdeckung überschwänglich gefeiert. Das britische Königshaus erhob Arthur Keith in den Ritterstand, als Anerkennung für seine Arbeit über den Piltdown-Schädel. Der berühmte Paläontologe Johansson, selbst Vertreter der Evolutionstheorie, erklärt die Beziehung zwischen Piltdown und dem britischen Imperialismus wie folgt. The Piltdown discovery was very Eurocentric. Not only did the brain have preeminence, but the English had preeminence. Die Inspiration der Briten durch den Piltdown-Mann dauerte 40 Jahre. 1953 untersuchte ein Wissenschaftler namens Kenneth Oakley den Schädel und entlarvte ihn als die größte Fälschung in der Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Der Unterkieferknochen eines Orang-Utans war an jenem menschlichen Schädel befestigt worden. Radio London brachte voll Erstaunen folgende Meldung. Britain's august Natural History Museum is all a-dither over a scandal concerning the Piltdown Man. One of the most famous fossil skulls in the world is declared to be in part a hoax. 40 years ago, its discovery was a sensation. Today comes the shocking news that this is skullduggery. Für die Evolutionisten war der Piltdown Man nur der Anfang. In den folgenden Jahren wurden andere Schädel als Beweise für die Existenz eines Vorfahren des Menschen präsentiert, doch später wurde jeder einzelne entweder als Betrug entlarvt oder zumindest als Fehlinterpretation. Es wurde festgestellt, dass diese Schädel entweder zu ausgestorbenen Affenarten gehörten oder zu älteren Menschenrassen. Trotz dieser Tatsache gingen die Evolutionisten noch einen Schritt weiter und wagten es, selbst Fossilien von Schimpansen, Orang-Utans und sogar Schweinen als Vorfahren des Menschen zu präsentieren. Im Lauf der Zeit jedoch mussten alle diese Beweise, die Namen wie Cynanthropus, Ramapithecus und Hesperopithecus hatten, wieder zurückgezogen werden. Die Geschichte des Piltdown-Mannes zeigt exemplarisch, wie der britische Rassismus Unterstützung durch die Evolutionstheorie erhielt. Auch der englische Imperialismus hatte in ihr einen soliden theoretischen Unterbau gefunden. Gott, ein großes Volk, wieder trifft gefasst! Der Nationalsozialismus wurde geboren aus dem politischen Chaos, das in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg herrschte. Der Führer der Partei war Adolf Hitler, von Natur ehrgeizig und aggressiv. Er vertrat einen extrem rassistischen Standpunkt. Er glaubte fest an die Überlegenheit der deutschen bzw. arischen Rasse über alle anderen. Sein Traum war, die arische Rasse werde sehr bald die Welt erobern und ein tausendjähriges Reich errichten. Darwins Theorie der Evolution schien eine wissenschaftliche Basis für Hitlers eigene rassistische Theorien zu liefern. Hitler bezog ideologischen Rückhalt auch von Heinrich von Treitschke, einem rassistischen deutschen Historiker. Treitschke, der von der Evolutionstheorie stark beeinflusst war, begründete seine eigenen rassistischen Ansichten auf dem Darwinismus. Nationen können sich nur durch grimmigen Kampf fortentwickeln, ganz ähnlich wie der darwinsche Kampf ums Überleben. Auch Hitler war inspiriert von Darwins Kampf ums Überleben.
Sein berühmtes Buch Mein Kampf basierte auf dem darwinistischen Konzept. Tatsächlich sah Hitler, genau wie Darwin, die nicht-europäischen Rassen als wenig höher stehend als Affen an. Hier ein Zitat. Nehmen Sie die nordischen Germanen heraus und nichts bleibt übrig außer einem Affentanz. Die Basis der evolutionistischen Ansichten der Nazis lag im Konzept der Eugenetik. Die Eugenetik behauptete, man könne die menschliche Rasse verbessern, indem man die Kranken und Behinderten aussondert und damit die Zahl der Gesunden steigert. Genauso wie man in der Tierzucht nur die gesunden Tiere paare, um ein besseres Zuchtergebnis zu erhalten, könne man auch mit der menschlichen Rasse verfahren. Wie man erwarten konnte, waren Eugenetiker nichts anderes als Darwinisten. An der Spitze der eugenetischen Bewegung in England standen Charles Darwins Cousin Francis Galton und sein Sohn Leonard Darwin. Es ist klar, dass die Theorie der Eugenetik eine natürliche Konsequenz des Darwinismus war. Dies wird deutlich in den Publikationen, die diese dubiose Wissenschaft förderten. Eugenetik ist die Selbststeuerung der menschlichen Evolution, um nur eine zu zitieren. Der Begründer der Eugenetik in Deutschland war Ernst Haeckel, ein berühmter darwinistischer Biologe. Er stellte die Theorie der Rekapitulation auf, die besagt, dass die embryonale Entwicklung eines Lebewesens eine verkürzte Rekapitulation seiner Stammesgeschichte darstellt und dass Embryonen verschiedener Arten ähnliche Strukturen haben. Später wurde entdeckt, dass Haeckel in seine Zeichnungen, die er benutzte, um seine Theorie zu verbreiten, bewusst falsche Details eingearbeitet hatte. Er tat dies, um zu beweisen, dass Fischembryonen, menschliche Embryonen und Hühnerembryonen Ähnlichkeiten aufweisen. Einige Details der Embryonen ließ er bewusst weg, andere stellte er absichtlich falsch dar. Haeckel gab später selbst zu, dass er seine Zeichnungen verfälscht hatte. Seine evolutionistischen Kollegen drückten beide Augen zu, um die Theorie aufrechterhalten zu können. Neben seinen wissenschaftlichen Fälschungen machte Haeckel auch eifrig Propaganda für die Eugenetik. Er empfahl, behinderte Säuglinge sofort nach der Geburt zu töten, um den Prozess der Evolution der Gesellschaft zu beschleunigen. Er ging noch weiter und schlug vor, alle Krüppel, geistig Behinderten und genetisch Kranken auszurotten. Anderenfalls, so Haeckels Argument, würden diese Menschen der Gesellschaft zur Last fallen und den Evolutionsprozess verlangsamen. Haeckel starb 1919, aber die Nazis griffen seine grausamen Ideen auf. Kurz nach der Machtergreifung startete Hitler sein Euthanasie-Programm. Geistig Behinderte, Körperbehinderte und Menschen mit Erbkrankheiten wurden in Sterilisationszentren gesperrt. Sie galten als Parasiten, die die Reinheit der deutschen Rasse gefährdeten und den Prozess der Evolution behinderten. Nur wenig später kam Hitlers Geheimbefehl zu ihrer Ermordung. In
dem Bemühen, die sogenannte Evolution der deutschen Rasse zu beschleunigen, ließ Hitler unzählige Menschen umbringen. Gleichzeitig setzte er eine andere Notwendigkeit der Eugenetik um. Junge Männer und Frauen mit blondem Haar und blauen Augen, Merkmale, die als typisch für die reine deutsche Rasse galten, wurden ermutigt, sexuelle Beziehungen einzugehen. 1935 wurden spezielle Zuchtfarmen eingerichtet. SS-Offiziere besuchten diese Orte regelmäßig, in denen junge Frauen, die die arischen Kriterien erfüllten, untergebracht waren. Die Kinder, die auf diesen Farmen geboren wurden, sollten die künftigen Soldaten des Deutschen Reiches sein. Um die sogenannte Überlegenheit der arischen Rasse zu steigern, griffen die Nazis auf darwinistische Konzepte zurück. Darwin hatte behauptet, der menschliche Schädel vergrößere sich mit fortschreitender Evolution. Die Nazis griffen diese Idee nur zu gerne auf und begannen mit Schädelmessungen, um zu beweisen, dass die deutsche Rasse die Überlegene war. Überall in Nazi-Deutschland wurden Vergleiche angestellt, die zeigen sollten, dass die Schädel der Deutschen größer seien als die anderer Rassen. Zähne, Augen, Haare wurden nach evolutionistischen Kriterien bewertet. Personen, bei denen die Messergebnisse im Gegensatz zu den offiziellen deutschen Rassenspezifikationen standen, sollten dem Euthanasieprogramm zum Opfer fallen. All dies geschah im Namen des Darwinismus. Michael Grodin, der amerikanische Historiker und Autor des Buchs »Die Nazi-Ärzte und die Nürnberger Rassengesetze«, hebt hervor: It's a perfect meshing of Nazi ideology and social Darwinism and racial hygiene as it developed at the turn of the century. That physicians had a notion that there was social deviance and there was behavioral deviance that somehow was genetically linked, and there was good genes and bad genes. And so this social Darwinism, which by the way was around the world, and the Nazi physicians pointed to the US, is where they learned a lot of the racial hygiene. George Stein, ein amerikanischer Forscher, erklärt im American Scientist Magazine: Der Nationalsozialismus, was immer er sonst noch gewesen sein mag, war definitiv der erste bewusste Versuch, eine politische Gemeinschaft auf Basis einer expliziten Biopolitik zu organisieren. Einer Biopolitik, die vollständig übereinstimmte mit den wissenschaftlichen Fakten der darwinistischen Revolution. Sir Arthur Keith, der berühmte Evolutionsbefürworter, sagte über Hitler: Der deutsche Führer ist ein Evolutionist. Er hat bewusst dafür gesorgt, dass Deutschland mit der Evolutionstheorie konform geht. Ein weiterer wichtiger Grund für Hitlers Evolutionismus ist die Tatsache, dass er die Theorie auch als Waffe gegen den religiös begründeten Glauben benutzen konnte. Hitler hatte einen tief verwurzelten Hass gegenüber dem monotheistischen Glauben. Religiöse Tugenden wie Liebe, Barmherzigkeit und Bescheidenheit waren ein großes Hindernis für das gnadenlose, militaristische Konzept der arischen Rasse. Deswegen zielten die Nazis sofort seit der Machtübernahme 1933 darauf ab, die deutsche Gesellschaft zurückzuführen zu der alten heidnischen Religion der Germanen. Das Hakenkreuz, das aus heidnischen Kulturen stammt, wurde zum Symbol für diese Transformation. Zeremonien der Nazis, die überall in Deutschland abgehalten wurden, waren nichts anderes als die Wiedereinführung alter heidnischer Riten. Die Evolutionstheorie selbst war ein Erbe heidnischer Kulturen. Hier sehen wir die unlösbaren Verbindungen zwischen Heidentum, Darwinismus und Nationalsozialismus. Die Ursache für all die Morde der Nazis liegt in ihrer heidnischen Kultur.
Die Nazis erweckten eine unzivilisierte, heidnische Kultur zu neuem Leben und erhielten massive Unterstützung durch Darwins atheistische Theorie zu ihrer Legitimation. Realität ist jedoch, dass die Religion Grausamkeit, Mord und Unredlichkeit strikt verbietet und verdammt. Gott fordert die Menschen im Koran zu Gerechtigkeit, Mitgefühl und Bescheidenheit auf. Grausamkeit und Überheblichkeit sind verflucht. Dies wird im folgenden Vers erklärt. Allah aber liebt nicht das Verderben. Benito Mussolini, der italienische Diktator und Hitlers wichtigster Verbündeter, war ebenfalls durch die Evolutionstheorie geprägt. In seiner Jugend schrieb er Artikel, die Darwin als den größten Wissenschaftler aller Zeiten darstellten. Nachdem Mussolini an die Macht gekommen war, überfiel das faschistische Italien Äthiopien. Er rechtfertigte die Besetzung Äthiopiens mit Darwins rassistischen Ansichten und dem Konzept des Kampfes ums Überleben. Für Mussolini waren die Äthiopier minderwertig, weil sie einer schwarzen Rasse angehörten. Und durch eine überlegene Rasse wie die italienische regiert zu werden, war demnach nur eine logische Konsequenz der Evolution. Mussolini war besessen von dem Gedanken, dass Nationen sich weiterentwickeln, indem sie Kriege führen. Für Mussolini war das Zögern Englands, in den Krieg einzugreifen, ein Beweis für die Dekadenz des britischen Empires. Später verlor das Nazireich den Zweiten Weltkrieg und ging in die Geschichte ein mit Millionen Unschuldiger auf dem Gewissen. Mussolini wurde von seinen eigenen Landsleuten exekutiert. Dennoch, das darwinistische Gedankengut, das die Basis für die Nazi-Ideologie bildete, besteht weiter. Die Vorstellung, die Menschheit entwickle sich durch Kampf und Gewalt weiter, war die Quelle, aus der eine andere Ideologie entsprang, die sich, oberflächlich betrachtet, komplett vom Nationalsozialismus zu unterscheiden scheint. Die materialistische Philosophie, die im alten Griechenland geboren wurde, konnte im 19. Jahrhundert einen Sieg feiern. Sie verdankte diesen Erfolg den zwei deutschen Philosophen Karl Marx und Friedrich Engels. Marx und Engels versuchten die materialistische Philosophie, die die Zeitalter überdauert hatte, durch Dialektik zu erklären. Einfach dargestellt geht die Dialektik von der Annahme aus, dass alles, was im Universum passiert, das Resultat widerstreitender egoistischer Interessen gegnerischer Kräfte sei. Marx und Engels erklärten mit Hilfe der Dialektik die komplette Weltgeschichte. Marx' vereinfachende Analyse postulierte, dass die Geschichte der Menschheit auf Konflikten basiere und der derzeit ausgetragene Konflikt sei der zwischen Bourgeoisie und Proletariat.
Er sagte voraus, die Arbeiterschaft werde zu der Einsicht kommen, dass ihre einzige Hoffnung darin bestehe, sich zu vereinigen und eine Revolution zu beginnen. Beide, Marx und Engels, pflegten einen tiefen Hass gegen die Religion. Als überzeugte Atheisten bestanden sie auf der Ausrottung der Religion als Voraussetzung für den Kommunismus. Zur selben Zeit etwa, als Marx und Engels ihre Ideen formulierten, gab es eine bedeutsame Entwicklung, die der Unterstützung ihrer Theorien dienen konnte. Darwin erschien auf der Bühne mit seinem Buch »Der Ursprung der Arten«. Darin schlug er vor, in der Welt der Biologie überlebten und entwickelten sich die Lebewesen als Ergebnis eines immerwährenden Existenzkampfs. Wenn das nicht dialektisch war, was sonst? Darüber hinaus war es eine Dialektik, die die Religion ablehnte, einschließlich der Existenz eines Schöpfers. Eine hervorragende Gelegenheit für Marx und Engels. Engels las Darwins Buch, sobald es erschienen war, und schrieb an Marx: Darwin, den ich gerade lese, ist großartig. In seinem Antwortschreiben erwiderte Marx: Es ist dieses Buch, das die naturgeschichtliche Basis für unsere Ansicht beinhaltet. Engels war so stark durch Darwins Theorie beeinflusst, dass er versuchte, einen Beitrag zu leisten, indem er einen Artikel schrieb: Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Bald danach legte er seine evolutionistischen Ideen in seinem Buch Dialektik der Natur vor. Die Ansichten von Marx und Engels fanden starken Widerhall, besonders nach ihrem Tod. Wladimir Iljitsch Lenin war der Erste, der die kommunistische Revolution, von der Marx geträumt hatte, in die Praxis umsetzte. Lenin war der Anführer der kommunistischen Bolschewisten in Russland. Zu jener Zeit war der Zarenthron in den Händen der Dynastie der Romanows. Die Bolschewisten wollten sich des zaristischen Regimes mit Gewalt entledigen. Die Konfusion, die durch den Ersten Weltkrieg entstanden war, bot die Gelegenheit, auf die die Bolschewisten sehnsüchtig gewartet hatten. Im Oktober 1917 rissen sie die Macht an sich. Nach der Revolution wurde Russland zum Schauplatz eines blutigen Bürgerkriegs zwischen den Kommunisten und den Anhängern des Zaren. Jeder, den die Kommunisten als Rivalen betrachteten, einschließlich der Zarenfamilie, wurde brutal ermordet. Wie seine Mentoren Marx und Engels war auch Lenin ein Anhänger der Evolutionstheorie. Er erklärte wiederholt, Darwins Theorie sei die Basis für die Philosophie des dialektischen Materialismus, die Lenin selbst vertrat. Auch Trotzki, der zweite wichtige Name der bolschewistischen Revolution, betonte die Wichtigkeit des Darwinismus. Darwins Entdeckung ist der größte Triumph der Dialektik auf dem gesamten Gebiet der organischen Materie. Josef Stalin, einer der grausamsten kommunistischen Diktatoren, trat 1924 die Nachfolge Lenins an. Wenn man sich Stalins 30 Jahre währendes Terrorregime ansieht, könnte man fast sagen, dass es seine einzige Absicht war, die Grausamkeit des Kommunismus zu beweisen. Eine von Stalins ersten Handlungen war die Kollektivierung des Bodens. Mit Hilfe der Armee zwang er die Bauern, die 80% der Bevölkerung ausmachten, ihre Höfe in große, staatlich betriebene Kolchosen zu überführen.
Die Ernte wurde von bewaffneten Truppen eingebracht. Hungersnöte plagten das Land. Männer, Frauen und Kinder verhungerten. Doch Stalin fuhr fort, Getreide zu exportieren, anstatt seine Landsleute zu verpflegen. Man schätzt, dass weit über 10 Millionen Bauern in diesen frühen Jahren ums Leben kamen. 6 Millionen verhungerten in der Ukraine. 20% der kasachischen Bevölkerung starben. In Kaukasien allein starben 1 Million Menschen. Stalin deportierte Hunderttausende, die sich seiner Politik widersetzten, in Arbeitslager nach Sibirien, wo die Gefangenen buchstäblich zu Tode geschunden wurden. Diese Lager wurden zum Grab für die meisten von ihnen. Gleichzeitig wurden Zehntausende von Stalins Geheimpolizei exekutiert. Von der Krim und aus den Türkregionen wurden Millionen Menschen zwangsweise in die entlegensten Landstriche der Sowjetunion umgesiedelt. Ein Ergebnis von Stalins blutrünstiger Politik waren mehr als 30 Millionen Tote. Wie einige Historiker zu berichten wissen, bereitete es Stalin ein besonderes Vergnügen, seinen Hang zur Gewalt auszuleben. In seinem Büro im Kreml genoss er es, die Listen ermordeter Personen durchzugehen. Neben seiner gestörten Psyche war es sein tief verwurzelter Glaube an die materialistische Philosophie, der ihn zum gnadenlosen Massenmörder machte. Die Basis dieser Philosophie war Darwins Evolutionstheorie in stalinscher Interpretation. Es gibt drei Dinge, die wir in die Köpfe unserer Studenten pflanzen müssen. Wir müssen sie das Alter der Erde lehren, ihren geologischen Aufbau und die Lehren von Charles Darwin. Ein anderes Indiz für Stalins blinden Glauben an die Evolutionstheorie war die völlige Ablehnung des sowjetischen Erziehungssystems gegenüber Mendels Vererbungslehre. Im frühen 20. Jahrhundert waren Mendels Gesetze von der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft anerkannt, aber nicht in der Sowjetunion. Mendels Gesetze erklärten Lamarcks Behauptungen, die von Darwin teilweise übernommen worden waren, für ungültig, insbesondere die von der Weitergabe erlernter Fähigkeiten an die nachfolgende Generation. Der russische Wissenschaftler Lysenko sah dies als schweren Rückschlag für die Evolutionstheorie und entwickelte eine Lamarck-konforme Alternative zu Mendels Vererbungslehre. Stalin war von Lysenkos Ideen beeindruckt und machte ihn zum Chef aller offiziellen wissenschaftlichen Institutionen der Sowjetunion. Bis zu Stalins Tod wurde die Wissenschaft der Genetik in der Sowjetunion offiziell nicht akzeptiert. Während Stalins totalitäres Regime regierte, etablierte sich ein anderes kommunistisches Regime, ideologisch unterfüttert durch den Darwinismus, in China. 1949 waren nach einem langen Bürgerkrieg die Kommunisten unter Führung von Mao Zedong an die Macht gekommen. Mao etablierte ein blutiges und repressives System, wie zuvor sein Verbündeter Stalin, der ihn nun unterstützte. Zahllose Hinrichtungen fanden statt. Fast 30 Millionen Menschen starben während der schrecklichen Hungersnot, die aufgrund von Maos völlig irrsinniger Politik ausbrach. In den Jahren der Kulturrevolution stürzten Maos rote Garden das Land in völliges Chaos und verbreiteten Angst und Schrecken. Mao begründete die philosophische Basis seines Regimes, indem er explizit ausführte, dass der chinesische Sozialismus sich gründet auf der Basis von Darwins Theorie der Evolution. Der Harvard-Historiker James Reeve Pusey bestätigt Darwins Einfluss auf den Maoismus. In seinem Buch China und Charles Darwin schreibt Pusey: Darwin hatte gewaltsame Veränderung und Revolution legitimiert.
Dies war mit Sicherheit von größter Bedeutung für China. Mao Zedongs Gedankenwelt passte perfekt dazu. Der Kommunismus brachte Terror, Guerillakriege und Bürgerkriege in vielen Ländern hervor. In Kambodscha schlachteten die kommunistischen Roten Khmer fast ein Drittel der Bevölkerung ab. Menschen wurden umgebracht, weil sie ein paar Getreidekörner der volkseigenen Ernte für sich nahmen oder weil sie etwas sagten, das mit der offiziellen kommunistischen Linie nicht übereinstimmte. Die Überreste der Massaker in Kambodscha zeigen den Horror des Kommunismus, ohne dass es weiterer Worte bedarf. Seit 150 Jahren ist die kommunistische Ideologie, eng verbündet mit Streit und Krieg, mit dem Darwinismus verflochten. Heute sind Marxisten und Kommunisten immer noch die vehementesten Verfechter des Darwinismus. Wie Karl Marx selbst sagte, die Theorie der Evolution enthält die naturgeschichtliche Basis für seine materialistische Ideologie. Das Ende des Darwinismus. Der Darwinismus kam vor 150 Jahren auf. Sein dunkles Vermächtnis an die Menschheit waren brutale Diktatoren, Rassismus, Folter, Verfolgung und Krieg. Das ist die natürliche Konsequenz aus der Einstellung, die beide, Darwinismus und Materialismus, gegenüber der Menschheit haben. Es ist unvermeidlich, dass eine Philosophie, die die Menschen als Tierart ansieht, ihren Glauben allein in Materie setzt und behauptet, Kampf sei ein Naturgesetz, die Menschen enthumanisiert und die Gesellschaft brutalisiert. Der eigentliche Grund für all dies ist, dass der Mensch seinen eigenen Schöpfer verleugnet. Eine Gesellschaft, die Gott den Rücken zukehrt und materialistischen Dogmen hinterherläuft, fällt jeder Form von Degeneration zum Opfer. Daraus entstehen unweigerlich Schmerz, Furcht und Zerstörung. Gott informiert uns darüber in einem seiner Verse. In Erscheinung getreten ist Unheil zu Land und Meer als Folge dessen, was die Menschen anrichteten, damit er sie einiges von ihrem Fehlverhalten spüren ließe, auf das sie umkehren. Friede, Gerechtigkeit und Sicherheit können nur dann erreicht werden, wenn Darwinismus und Materialismus der Welt als die Verirrungen vorgeführt werden, die sie tatsächlich darstellen, und wenn der Mensch den Zweck seiner Schöpfung erkennt. Dieser Zweck ist es, sich seinem Schöpfer zuzuwenden, sich Gott zuzuwenden.